Herzlich willkommen zu dieser Tarot-Kartenlegung. Mein Name ist Monsieur Christian und ich werde heute wieder einen Blick in die Karten für dich werfen. Es ist eine allgemeine Legung, das bedeutet, du hörst sie dir an, schaust selbst, ob du mit der Legung in Resonanz gehst und wenn du mit der Legung in Resonanz gehst, ist sie für dich bestimmt. Sie hat dich sozusagen gefunden. Ich werde jetzt auch direkt durchmischen, damit wir dann gleich losstarten können. Ich sage es gleich wieder dazu, meine Legungen sind nicht geschlechterspezifisch, aber aus der Sicht einer Frau gemacht, weil die meisten zu sehr Frauen sind. Du kannst das Geschlecht einfach für dich ummünzen. So, dann fangen wir jetzt gleich mal mit den ersten drei Karten an. Ich bin schon gespannt. Wir haben die 6 der Stäbe hier, die 9 der Münzen und den Herrscher. Klares Bild für mich. Es geht um jemanden, den du nicht verstehst. Und damit meine ich nicht, dass du die Person nicht magst und keine Verbindung zu ihr spürst. Nein, ganz im Gegenteil. Du spürst eine starke Verbindung, aber du verstehst das Verhalten nicht. Du verstehst nicht die Intention der Person und kannst die Worte und alles einfach nicht ganz einschätzen. Das, was du fühlst und das, was in der Luft liegt zwischen euch, ist was anderes, als was dir dann kommuniziert wird, gezeigt wird. Es sieht nach Weglaufen an und hier sehe ich einfach, dass du Klarheit haben möchtest und ganz klar, hier geht es um einen Herrscher. Hier geht es um wen, der attraktiv ist und was hier auch wirklich im Fokus steht, was dir sehr gefällt, ist diese Ausstrahlung. Diese Ausstrahlung zieht dich fast wie magisch an, muss man sagen. Und manchmal ist das so, manchmal trifft man einen Menschen, der hat dann so eine Ausstrahlung, weil so ein Herrscher, der strahlt aus. Natürlich gibt es Herrscher, die strahlen eher was Negatives aus, es gibt aber auch Herrscher, die strahlen was Positives aus. Grundsätzlich strahlt ja eigentlich jeder irgendwas aus. Nur bei manchen Leuten ist es eben eine durchschnittliche Ausstrahlung, die nicht viel zu bedeuten hat und deswegen trifft man dann eben auch viele Leute, die ja einfach nicht wirklich relevant für einen wirken. Das hat dann natürlich auch damit zu tun, dass diese Ausstrahlung nichts mit einem selber zu tun hat, wenn du verstehst, was ich damit sagen möchte. Hier bei dem Herrscher ist es aber anders, weil der hat dich irgendwie ausgewählt und du musst dir das vorstellen wie ein Herrscher, der tut nichts, was er nicht tun möchte. Und wenn er dich nicht mögen würde, würde er ganz verschwinden. Er würde nicht mehr an dich denken. Aber er tut es. Er tut es. Du siehst hier die 6 der Stäbe. Das heißt, der hier, um den es geht, der gewinnt gerne. Das ist niemand, der gerne
verliert, zurücksteckt oder einen Fehler oder dergleichen zugibt. Und hier haben wir auch die 9 der Münzen. Der mag schöne Dinge. Ich sehe, der mag gutes Essen, der mag reisen, der mag leben. Es ist jemand, der das Leben schätzt. Hier geht es nicht um wen, der sich zu Hause verkriecht und den ganzen Tag in sich gekehrt ist. Nein, hier geht es eher um wen, der versucht, das Leben zu genießen. Was möchte er von dir? Was geht in ihm wirklich vor? Hohepriesterin, Page der Kelche, König der Schwerter. Man muss sagen, dass man vorsichtig sein muss bei einem Herrscher, weil das kann leicht toxisch werden. Auch wenn ein Herrscher jetzt kein Narzisst ist oder nicht wirklich bewusst manipulativ und auch wenn er es gut meint, passiert es oft bei Herrschern, dass sie ihr Gegenüber unbewusst sogar toxisch beeinflussen. Woher kommt das? Ganz einfach, dadurch, dass sie immer versuchen, und das liegt in ihrem Naturell, ihren Willen durchzusetzen. Dadurch wird das oft für jemanden, der im näheren Umfeld von diesem Herrscher ist, toxisch. Die Hohepriesterin, das bist ganz klar du. Wir haben hier nicht klassisch den Herrscher und die Herrscherin, wir haben hier den Herrscher und die Hohepriesterin. Das heißt, momentan ist einfach deine Energie die Hohepriesterenergie. Was haben wir hier? Den Pagen der Kelche, den König der Schwerter. Jetzt kommen wir auch schon zu diesem Verständnisthema. Und in ihm ist einfach einerseits der König der Schwerter, der Harte, der Kalte, andererseits aber auch der Page der Kelche. Und du musst dir denken, ein guter Herrscher, der ist zwar manchmal kalt, der ist dominant, aber der hat doch ein gutes Herz. Und das ist dieses ganz klassische harte Schale, weicher Kern. Das sind viele Herrscher. Und gerade hier siehst du die harte Schale, König der Schwerter, und den weichen Kern, den Pagen der Kelche. Und oft lässt er halt diese harte Schale sehr, sehr lange da, vielleicht sogar zu lange. Und dadurch verkümmert dieser weiche Kern manchmal, weil es sollten sich beide Seiten in ihm entwickeln. Und du bist die Hohepriesterin. Du verstehst ihn nicht, weil du ein anderer Mensch bist. Du musst verstehen, dass er anders denkt als du. Im Sinne von Liebe zeigen und Vorstellung. Du zeigst es, wenn du jemanden liebst. Du bist kein Freund von Spielchen verstecken, hinauszögern und das Ganze. Und dir ist aber auch sehr wichtig, dass das von deinem Gegenüber zurückkommt. Und hier hast du das zwar manchmal, aber nicht klar und nicht so, wie es eigentlich sein sollte und wie du es dir auch wünschen würdest. Die Hohepriesterin ist empathisch, die ist sensitiv, die ist spirituell, die ist sensibel. Das sind diese klassischen Attribute der Hohepriesterin. Und wenn sie gibt, aber merkt, dass hier jemand nicht klar zurückgibt, macht ihr das zu schaffen. Weil sie es eben nicht verstehen kann. Ihr macht das zu schaffen und sie macht sich die ganze Zeit Gedanken darüber, wie das zu erklären ist. Einerseits glaubt die Hohepriesterin,
Und es geht hier um dich, bitte. Wenn ich die Hohepriesterin meine, geht es hier um dich. Die glaubt nicht an Zufälle. Bei der hat alles einen Grund, sag ich mal. Kann sehr hilfreich sein. Es hat ja irgendwie alles eine Bedeutung. Wenn jetzt ein Meteorit vom Himmel fällt oder eine Sternschnuppe vorüberzieht, ist das ein Zeichen. Man muss es nur richtig deuten. Nur kann es dann eben sein, dass die Hohepriesterin sich darin verliert. Sie macht sich sehr viele Gedanken und geht dann zu sehr ins Detail. Sagen wir jetzt, die Hohepriesterin hat einen Garten und da ist irgendwo eine Maus, die vorbeiläuft oder irgendwo fliegt ein Zapfen runter, dann überlegt sie sich oft, was das jetzt für eine Bedeutung haben könnte. Aber manchmal ist einfach die Bedeutung vom Zapfen, dass er eben vom Baum fällt, weil ihn der Wind heruntergeschmissen hat. Und was ist der Grund dafür? Ist es Zufall? Eigentlich nicht, weil das einfach so ist, dass Zapfen vom Baum fallen. Und was jetzt eigentlich hier das ist, worauf ich hinaus will, ist, dass du dir sagst, das kann kein Zufall sein, dass der immer bei mir präsent ist, dass der auch nicht verschwindet. Der sendet dir nicht die klaren Signale, okay, es ist aus, ich habe dich nie geliebt, da ist nichts zwischen uns, du täuscht dich, die sendet er nicht. Und es würde dich auch wundern, weil das dein Vertrauen in deine eigene sensitive Gabe erschüttern würde, sage ich jetzt mal. Weil du spürst, dass da was ist. Du spürst, dass was da ist. Wir haben jetzt noch den Ritter der Stäbe, die 10 der Münzen. 8 der Stäbe. Das ist kein Zufall, dass ihr zusammengeführt wurdet und immer wieder zusammengeführt werdet. Das heißt, du hast dich nicht getäuscht. Hier geht es um mehr. Ihr seid eigentlich dazu bestimmt, eine gemeinsame Zukunft zu haben. Warum eigentlich? Er ist mit der Situation überfordert, möchte es sich aber nicht eingestehen. Was richtig wäre und was notwendig wäre, damit ihr beide eine Zukunft habt, ist, dass er sich vollkommen darauf einlässt. Er muss sich in deine Arme fallen lassen, öffnen, sich dir hingeben, nicht versuchen, mit dir zusammen zu sein, mit dir eine Zweisamkeit zu pflegen, aber dann immer noch auf diesem steinernen Thron zu sitzen. Der muss von dem Thron herabsteigen. Es ist ja nichts dabei, wenn ein Herrscher ist, im Alltag. Er kann ja auch auf seinem Thron sitzen, aber nicht bei dir. Das ist der falsche Ort. Kein König sitzt für immer auf seinem Thron, oder sprechen wir jetzt eher von der Vergangenheit in der Geschichte. Es gibt ja keinen Herrscher, es gibt keinen König, der 24 Stunden am Tag auf seinem Thron gesessen ist. Mir würde keiner einfallen, von dem das bekannt wäre. Die steigen alle irgendwann herab von ihrem Thron, die haben alle ihr Privatleben und die lieben eigentlich auch. Die lieben. Die können sich auch verlieben und die einen geben sich dann halt dieser Liebe hin, weil sie natürlich auch zu jemandem geführt werden, der für sie bestimmt ist. Und die anderen wehren sich und machen sich das Leben eigentlich selbst schwer. Das ist nämlich nichts, wovor man weglaufen kann. Und oft muss auch nicht die Herrscherin für den Herrscher gemacht sein.
Es kann auch sein, dass ein Herrscher für eine Hohepriesterin bestimmt ist. Also das ist was ganz was Individuelles und das kommt wirklich darauf an. Viele Leute sehen das immer alles zu einfach. Sie sagen, gut, die Beschreibung von dieser und dieser Tarotkarte ist das und das und das und das ist die Bedeutung. Das ist zu leicht gedacht. Man muss das große Ganze betrachten. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss auf seine Gabe hören, falls man eine hat. Man muss auf seine innere Stimme hören. Was kann da mit euch beiden noch werden? Wird sich der öffnen? Acht der Stäbe. Sieben der Stäbe. Sieben der Stäbe, jetzt habe ich mich vertan. Acht der Münzen. Jetzt haben wir die acht. Sechs der Münzen. Ganz klar, möglich, ja, aber der Weg dahin ist nicht einfach. Hier muss sehr viel gearbeitet werden an sich selbst. Er muss an sich arbeiten. Du musst an dir arbeiten. Im Sinne von klare Grenzen setzen. Der versteht erst, was er an dir hat, wenn er sieht, dass er dich auch verlieren könnte. Dann erkennt er, dass ihr beide zusammengehört. Nur damit er erkennt, dass er dich verlieren kann und deswegen dann zu dir kommt, musst du bereit sein, die Angst zu überwinden, ihn verlieren zu können, wenn du dich ihm nicht bereitwillig hingibst. Siehst du die Sechs der Münzen? Ungleichgewicht. Du hast zugelassen, dass es ein Ungleichgewicht zwischen euch gibt. Geber-Nehmer sollte ausgeglichen sein. Ist es nicht. In so einer Konstellation, Herrscher, Hohepriesterin, muss die Hohepriesterin darauf achten, nicht vom Herrscher ausgenutzt zu werden. Sieben der Stäbe. Das ist oft ein Kampf für die Hohepriesterin. Warum? Weil sie jemand ist, der sich gerne in die Hände der Person fallen lässt oder in die Arme, die sie liebt, wo sie merkt, dass etwas zwischen ihnen ist. Aber wenn sie das beim Herrscher zu schnell macht, kann es dann eben sein, dass sie ausgenutzt wird, dass sie enttäuscht wird. Und je weiter das geht, desto mehr Blockaden stehen dann zwischen den beiden. Das war die heutige Legung. Wenn sie dir gefallen hat, kannst du gerne die Benachrichtigungsglocke unter dem Video aktivieren, dann wirst du auch keine weitere Legung mehr von mir verpassen. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal.